Ja, hallo zusammen mal wieder. Wie ihr hier sehen könnt, beginnt dieses Video mit einem Päckchen. Ich habe auf den letzten Touren mein Kassettenradio im Bulli ja doch sehr genossen, mit den alten Tapes, die man noch so aus, ja, von vor 20 Jahren im Grunde hatte. Habe mich aber jetzt doch entschieden, ein modernes Radio dort einzubauen und das ist so gerade eben geliefert worden. Also, nichts wie ran an den Radioeinbau. Ja, wie ihr seht, sitze ich jetzt im Bulli, da wir draußen unter 0 Grad haben und hier im Bulli waren 4, habe ich mir mal erlaubt, den Heizlüfter so lange reinzustellen und werde jetzt damit beginnen, das gute Stück hier auszupacken und dann das gute VW Alpha Radio mit Kassette ausbauen. Tja, ich habe hier so ein Set bestellt gehabt, was komplett sein soll. Sogar die Entriegelungsbügel, um das Radio rauszubekommen, mit Antennenadapter, mit Kabelsatz, ein Adapter im Grunde, dass man da nicht einzeln rumlöten oder umstecken muss. Dann schauen wir mal rein. Und so sieht das Ganze aus. Da ist schon mal hier so ein Set bei, dass man das einfach umstecken kann. Hier diese Entriegelung für das Radio. Oh, sogar das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung fürs Telefon. Das stand in der Beschreibung als Sonderzubehör dabei. Freut mich natürlich sehr. Hier die beiden Stecker für das neue Radio, gehe ich mal von aus. Ah, da in der Ecke der Adapter für die Antenne. Auch gut an der Seite legen, die verschwinden ja gerne. Und da das Radio, aber da brauche ich eben beide Hände für. Und so sieht das Ganze aus. Schön, schlicht und schwarz. Die Beleuchtung soll laut Hersteller auch rot sein, so wie die restliche Beleuchtung hier an den Armaturen. Das Einzige, was ja hier blau beleuchtet ist, ist die Tachoeinheit. Daher wollte ich den Rest gerne einheitlich beibehalten. Das ist jetzt ein Kenwood KDC BT520U. Und Funktionen, ne? Bluetooth, MP3, WMA, AAC, WAV, das FLAC. Und man kann das iPhone dran anschließen über einen Klinkenstecker. Man kann es als Freisprecheinrichtung benutzen, wo ich ja gerade so angenehm überrascht war, dass auch das Mikrofon dabei war. Und ein CD-Spieler ist es auch noch. Ja, ich habe jetzt diese zwei mitgelieferten Bügel in das Radio, in diese kleinen Rillen hier gesteckt. Und dann springt das so ein Stück vor, wie ihr sehen könnt. Ich brauche da leider beide Hände immer für, deswegen kann ich nicht durchgehend filmen. Und dann kann man das aber so einfach nach vorne ziehen. Hakt ein bisschen, aber nicht die Welt. Dann hinten hinter sind einfach hier diese Klickstecker, die man so rausziehen kann. Auch das ist mit einer Hand eher gewöhnungsbedürftig. So. Dann das Antennenkabel noch ab und dann gucke ich mal, dass ich den Rahmen von dem anderen Radio erst hier einsetze. Das sind ja immer diese Metallrahmen, damit das richtig einrastet. Ja, mit mal eben tauschen, diesen Metallrahmen reinstecken ist nicht. Da muss man erst hier hinten auf beiden Seiten solche Schrauben lösen, weil da so ein Kunststoffrahmen drin ist. Und ich dachte, das wird einfach drüber gesteckt, aber der muss erst entfernt werden. Also ich denke, das mit der Schraube war ein Irrtum. Ich habe die gerade mal rausgeschraubt. Aber wenn ich diesen inneren Rahmen rausnehme, dann ist die Befestigung für die Lüftung oben und unten auch dahin, so wie ich das da verstehe. Muss mal kurz ein bisschen frummeln, geht bestimmt. Wie es immer so ist. Man darf nicht ganz so zaghaft sein. Wie ihr seht, ich muss schon mit der ganzen Hand drücken, damit es reingeht. Jetzt eben noch hier diese Falzen umlegen, damit es auch fest ist.
Und dann kommen schon die Adapter. Ach, wobei. Das Mikrofon ist ja mitgeliefert worden. Das wird ja von hinten am Radio angeschlossen. Da sollte ich vielleicht direkt mal überlegen, wo ich das Kabel herlege. Ja, ich habe jetzt hier die einzelnen Blendknöpfe noch rausgenommen, um hier den Stecker für das Mikrofon, was dort jetzt steht, schon mal so halbwegs hier durchzuführen. Werde jetzt die Verkleidung hier von der Armatur, von den Tachoarmaturen eben lösen, damit ich das Kabel noch schön hier drunter herführen kann. Dann ziehe ich es hier vielleicht nochmal raus und gehe direkt hier durch. Aber da muss ich nochmal schauen, wie ich das gleich mache. Das ergibt sich immer so beim Fummeln hier. So, jetzt habe ich mir 6-mal die Finger gebrochen, um das Kabel da in diese Lücke zu kriegen, es hier durchzufädeln und schon mal hier zu haben. Jetzt muss ich noch über diesen Schalter hinten rüber, um wieder hier hinzukommen. Aber dann ist es vernünftig verlegt. Einmal richtig und dann passt das. Hauptsache, der funktioniert dann auch so gut, wie es beschrieben ist. Ansonsten wäre der Aufwand schon groß. Ja, relativ groß. Ja, das Kabel ist durchgeführt. Hier ist jetzt der Stecker, der gleich hinten noch zusätzlich an das Radio kommt, für das Mikrofon, was jetzt dann da vorne rauskommt. Und jetzt eben noch diese Stecker hier wieder einsetzen. Ja, Stecker, ja, diese Blenden. Das ist ja nur so ein Reindrücken. Einfach diese 4 Stück. So, das sieht doch schon mal wieder ganz anständig aus. Tja, dann fummel ich jetzt noch mal den Rahmen da rein. Vorher wickle ich dieses Kabel schön auf, dass ich das nach hinten packen kann. Mach das mit dem Binder zusammen, damit er auch weiter in Ordnung herrscht und nichts scheuert. Ich sag jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, da ich ja da jetzt diesen Adapter habe, kann man ja nichts falsch machen, weil es ist vorgegeben, wie rum die Stecker gesteckt werden. Das Mikrofon ist dort in der Mitte, der kleine, und das große rechts ist die Antenne. Ja, und 5 Sekunden später, schön passend reingeschoben, ist es schön bündig hier. Hier ist ein kleiner Spalt, aber ganz ehrlich, der ist 1 Millimeter größer als oben. Das stört mich auch nicht, aber es sitzt schön, es ist fest. Es hat hier so ein abnehmbares Bedienteil, was man noch rausnehmen kann, was ich jetzt nicht mache und auch in Zukunft nicht machen werde. Früher hat man das gemacht, aber ganz ehrlich, wenn einer was klauen will, klauen sie es sowieso. So, da ich das Ganze nur über Zündung laufen lassen habe, dürfte es jetzt auch nicht angehen. Das ist gut. Dann werde ich jetzt mal schauen, erste Schritte vor dem Starten, weil da gibt es ja immer irgendwas. Auch Männer lesen Gebrauchsanweisungen. Selten, aber wir tun es manchmal. Ja, wie ihr sehen könnt, läuft das Radio jetzt. 3 Kilometer stoppt und noch die 565 zum Schluss Meckenheim Richtung Bonn. Zwischen Bonn koppelt immer noch die Original-Lautsprecher von VW von vor 20 Jahren knapp. Da wird sich eventuell auch noch mal was dran ändern. Ich probiere es mal aus, wie es so mit USB läuft vom Klang. Aber so im Großen und Ganzen war es das. Es funktionierte natürlich beim ersten Mal nicht. Ich dachte, ich bin zu blöd, die Sender einzustellen. Aber nein, das Antennenkabel muss schon mit Nachdruck in das Radio hinten reingedrückt werden, was ich natürlich wieder nicht gemacht habe, weil ich zu vorsichtig bin. Daher habe ich keinen Sender reingekriegt und musste das Ganze nochmal kurz ausbauen. Wie man das Radio ausbaut, steht natürlich in der Beschreibung nicht, aber dank YouTube gab es natürlich ein Video und ruckzuck war es wieder raus. Naja, das Mikrofon steht jetzt hier. Wie ihr sehen könnt, es ist noch nicht befestigt, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, auf welcher Höhe ich es befestige. Dafür werde ich erstmal das Telefon koppeln und das dann ausprobieren. Aber soweit so gut. Es läuft alles. Es funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich finde, es sieht sogar ganz gut aus. Es passt hier gut rein. Es ist schlicht. Es hat die rote Hintergrundbeleuchtung. Ich mache mal eben den Rest an, damit man das... Naja gut, sieht man jetzt noch nicht richtig. Aber der Rest ist ja auch rot beleuchtet. Ja, das sollte es gewesen sein.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.